begrüßen euch vom blauen, vom gelben und vom weißen Strahl, wünschen euch einen schönen Tag und bitten euch, eure Frage an uns zu richten, damit wir euch dienen können. Wir grüßen euch auch und wir haben uns wieder an einem spirituellen Nachmittag hier zusammengebunden und freuen uns, wieder Fragen an euch stellen zu dürfen und erstaunliche Antworten bekommen zu dürfen. Wir haben heute ein Thema, das heißt die Aura und wie pflegen wir sie, und hätten zunächst gerne einen Fließtext von euch. Zunächst einmal würden wir euch gerne bezüglich eures Eingangssatzes einen kleinen Hinweis geben, wenn ihr gestattet. Ja. Wenn ihr einen spirituellen Nachmittag veranstalten müsst, um den Spirit in euch fließen lassen zu können, so habt ihr etwas nicht verstanden. Ihr seid voll des Geistes und das wisst ihr. Also lebt ein Leben der Spiritualität auch in eurem Alltag. Auch wenn ihr Kartoffeln schält, ihr wisst schon, was wir meinen. Eure Frage bezüglich der Aura und der Pflege ist in einer Weise formuliert, die einen sehr allumfänglichen Text unsererseits bedeutet. Würdet ihr bitte eine Eingangsfrage formulieren, die uns eine Richtung aufweist, in welcher Weise ihr zunächst eine Information von unserer Seite wollt? Also Entschuldigung, erst mal das Allgemeine und dann kann Fragen gestellt werden, und wir wollen jetzt erstmal nur versuchen, die allgemeine Frage für den Fließtext richtig zu formulieren. Und es geht halt um die menschliche Aura, ist das schon eine genügende Einschränkung? Ihr wünscht eine Aussage über das Bestehen oder die Funktionalität menschlicher, feinstofflicher Felder, ist das korrekt? Einen Moment bitte. Wenn es euch möglich ist, stellt euch vor, zunächst ein körperloses Wesen zu sein. Stellt euch vor, ein Wesen ohne Form zu sein. Stellt euch vor, auf einem Punkt verdichtet zu erleben, der einem Pulsar entspricht. So seid ihr also alle Wesenheiten, ob Mensch, Tier, Pflanze, Planeten oder was auch immer ihr in einem kosmologischen ganzen Welt, auch ein Universum an sich, ist eine Wesenheit, die stets einen Pulsar in der Mitte des Zentrums trägt. So setzt ihr Wellen frei, indem der Pulsar energetisch durchflossen nach außen Frequenzen, Schwingungen, so könnt ihr es nennt, sendet, die stets eine sphärische Ausdehnung bedeuten. Wenn ihr diesen einzelnen Pulsar nun in eurer Vorstellung eine Lichtfrequenz, eine Spektralfarben-Lichtaufspaltung beimesst, so wisst ihr, dass ihr innerhalb eures Körpers sehr viele dieser Pulsare besitzt und in der Farbskala, einem Regenbogen gleich, eine Aufspaltung der spektralen Farben der verschiedenen Schwingungsresonanzen von Weiß nach Rot bzw. von Ultraviolett und sehr Pastellfarben bis zu einem tiefen Rot und Braun zur Erde hin verschiedene Pulsare erleben könnt, die beständig in einem gleichen Rhythmus pulsieren und sich in konzentrischen Kreisen übereinander lagern. Und so entsteht, wie ihr es schon kennt und häufig selbst darstellt, ein Gebilde, ein sphärisches Gebilde, das sehr dynamisch und lebendig ist, gleich der von euch so bezeichneten Blume des Lebens. Ihr seid also überlagert, wie wenn Regentropfen auf eine Wasseroberfläche fallen und ineinander konzentrische Kreise in Überschneidungen geben, so dass jede einzelne Pulsarstelle, also ihr nennt es Chakra, mit dem anderen in Kommunikation steht und nicht nur mit dem einen, sondern mit dem Nachbarn und dem Nächsten und allen Tieren und allen Wesen in einem homogenen System existiert, wo der eine das fühlt, was der andere sendet, und umgekehrt. Das ist zunächst die Situation
der Bedeutung der Aura und die Semantik dieser Sprache bedeutet, stets einen rhythmischen Impuls zu setzen, der in der Ausdehnung der Dreidimensionalität nicht nur die Umwesen erreicht, sondern über Magnetgitterstrukturen den Planeten und von dort aus andere Planeten und so weiter, sodass ihr mit euren Aurafeldern nicht nur mit euch selbst und eurem Nächsten kommuniziert, sondern mit dem Planeten, dem ganzen Sonnensystem und allen weiteren stellaren Konstellationen innerhalb dieses Universums und letztendlich alle Universen miteinander, sodass der klitzekleine Regentropfen auf einer Wasseroberfläche stets ein Informant des gesamten kosmischen Plans bedeutet. Ist das etwas, verehrte Seelen, was ihr grundsätzlich versteht? Ja. Habt ihr zu diesem Umstand nun spezielle Fragen oder wünscht ihr eine weitere Aussage von unserer Seite? Im Augenblick sind keine Fragen dazu. Etwas mehr. Eine Vorstellung einer Getrenntheit zu einem anderen Wesen im Sinne der Aurengetrenntheit ist insofern eine Sinnlosigkeit, da es keine Getrenntheit gibt. Wohl aber seid ihr in gewisser Weise mit einer Membran umhüllt, die eure Einzigartigkeit als Seelenaspekt während der Inkarnationszeiten bedeutet. Es heißt also, während der Zeit einer Inkarnation in einem Leben oder mehreren Leben, seid ihr in einem gewissen Bedeutungsfeld eurer Person eingeschlossen wäre nicht das richtige Wort im Sinne der emotionalen Erfassbarkeit des Wortes, doch ist es eine Membran, die die Bedeutsamkeit der Ursache- und Wirkungssituationen in euren Leben subjektiv auf euren Seelenaspekt beschränkt. Das heißt, karmische Implantate, karmische Imprints, karmische Erfahrungen, die in einem miteinander in einem Dialog in euren Aurafeldern aktiv sind, sind in der Tat auf euch gerichtet und nur in der Resonanz nach außen in Verbindung zu anderen Wesen bedeutsam. Es heißt, innerhalb einer Membran, die um euer vierdimensionales Feld gehüllt ist, seid ihr in gewisser Weise auf der einen Seite geschützt und auf der anderen Seite mit euch in gewisser Weise intim, wo ihr eure ganz eigenen Seelenaspekt bezogenen Erfahrungen lebt, fühlt und in die Heilung bringt, sodass ihr ein subjektives Verständnis der eigenen Emotionen und Glaubenssätze besitzt, doch letztlich stets auf der Schwingungsebene der Sendestrahlen immer vernetzt seid, so dass eure Trauer beispielsweise die Trauer einer anderen Person erreichen kann, beziehungsweise anfeuern kann, in Bewegung bringen kann oder ein Ausgleich stattfinden kann. Doch nur dann, wenn jenseits dieser Schutzhülle, dieser Schutzmembran der eigenen Aura eine Einwilligung stattfindet. Es heißt also, Resonanzen finden aufgrund des Aurafeldes, wenn es umhüllt ist, nur dann statt, wenn ihr eine Einwilligung zu einer Resonanz, zu einer Übertragung, zu einer Projektion in ein anderes Feld hinein, meist auf unbestimmte Weise gegeben habt. Habt ihr aus irgendwelchen bestimmten Gründen keine funktionstüchtige oder in euch abgegrenzte Aura-Hülle, so seid ihr allen Resonanzen ausgeliefert, so könnt ihr es nennen, weil ihr außerhalb dieser Membran bzw. durch, so wie ihr es bezeichnet habt, löcherige Funktionen dieser Membran hindurch wie bei einem Sieb nach außen und nach innen gebt und keine Abgegrenztheit in euch erleben könnt. Es ist eine Situation, habt ihr das grundsätzlich verstanden? Es ist eine Situation, dass ihr für eine lange Zeit innerhalb des Schwingungsfeldes der Erde und des Sonnensystems und des Raums, in dem ihr euch kosmisch befindet, in einer relativ gleichen Schwingung
gelebt habt und immer wieder inkarniert seid, wo ihr eure ich-bezogenen Resonanzen, eure ich-bezogenen Chakren bezogen auf die Eigenwahrnehmung, die nach innen gerichteten emotionalen Befindlichkeiten und so weiter innerhalb dieses Schutzes lebtet und von dort aus eine gewisse Trennung zu allen Dingen durch euch wahrgenommen wurde. Durch eine Veränderung des Schwingungsniveaus innerhalb des kosmischen Raums, den ihr derzeit belebt, aufgrund der Reise um eine Zentralsonne herum und der Veränderung der Schwingungssysteme im Sonnensystem und der planetaren Veränderung, seid auch ihr Menschen und Tiere und auch Pflanzen in der Situation, das Schwingungsniveau zu erweitern und über die herkömmliche Membran der Ich-Bezogenheit hinaus in ein weiteres Feld zu gehen, der Wir-Bezogenheit, der größeren Inklusion von Wahrnehmung, und seid also immer mehr ein kollektiv ausgerichtetes Wesen, das immer mehr ein Wir-Gefühl entwickelt, eine Wir-Störung erlebt und in größeren Einheiten denkt, fühlt und handelt, sodass ihr auch politisch betrachten könnt, was derzeit die Menschheit umtreibt, um mit der Schwingungserhöhung und den kollektiven Anforderungen zurechtzukommen. Dort habt ihr eine ambivalente Haltung zu einer Projektion nach außen. Auf der einen Seite wünscht sich das Menschengeschlecht derzeit eine größere kollektive Zusammenansammlung von Menschen, die gemeinsam eine Idee tragen, gemeinsam an einem Strang ziehen und sich so recht sippenhaft fühlen. Auf der anderen Seite seid ihr in vielen Dingen ich-bezogen auf eure eigenen Wahrnehmungen programmiert und seid in ambivalenter Haltung zu einer Ausdehnung eurer Systeme und einer Sicherung der Ich-Funktion. Eine Situation, die die derzeitige Zeitqualität sehr treffsicher beschreibt. Ihr seid dabei, euch auszudehnen und zu einer neuen Membran vorzudringen und dort eine neue Bereitschaft der Schutzfunktion zu etablieren in einem Wir-Gefühl, das wieder durch andere Wir-Gefühle tangiert werden kann, bis ihr einstmals als Menschheit ein Wir-Gefühl entwickelt habt und dann in einer noch weiteren Ausdehnung in eure Räume hinaus versteht, dass ihr und wir und alles innerhalb eines Universums eine Einheit bildet und dann eine Erkenntnis darüber hinaus gewinnt, dass auch ein Universum nichts weiter ist als ein Wir-Raum, der mit anderen Wir-Räumen korrespondiert. Es ist eine Situation, die die kleine Vorstellungsmöglichkeit eines ich-bezogenen Aura-Denkens erschlägt, so könntet ihr es nennen, und vielleicht bedroht. Doch letztlich ist es auch eure Heimat und eure Herkunft, in die Ausdehnung der Unendlichkeit des Raumes zurückzukehren mit eurem Bewusstsein. Denn ihr seid nie von diesen Räumen entfernt gewesen. Nur die Bewusstheit und der Blick auf diese Dinge hat sich auf ein ich-bezogenes Aurafeld zurückgezogen und eine Innenschau, so könntet ihr es nennen, statt einer nach außen gerichteten Wahrnehmung bevorzugt. Das ist das Wesentliche, das ihr von der Bezeichnung Aura, wie ihr es bisher vielleicht gehandelt habt, nun zu hören hattet. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Ist das die Antwort auf eure Frage? Und habt ihr weitere Fragen? Ja, also ihr könnt jetzt eure Fragen stellen, weil jetzt der Eingangstext eben da war. Oder auch wenn was unklar war von dem Text. Das ist eine Frage. Das ist schon erledigt. Nein, was bewirken Löcher in der Aura? Wie werden die repariert? Es ist die Antwort, die wir vorab bereits gegeben haben, indem ihr eine nicht geschlossene Aura des Ich-Aura-Systems, der personifizierten Körperchakren sozusagen besitzt, seid ihr wie ein Sieb den Resonanzen im Außen ausgesetzt und habt keine Abgrenzungsmöglichkeit im Sinne einer im Vergleich zu einer
abgeschlossenen Membran um diese ich-bezogene Aurahülle der Körperchakren herum. Dann seid ihr in starken Resonanzen und habt damit umzugehen. Wenn ihr im Umgang mit den Resonanzen noch ungeübt seid, so seid ihr schnell erkrankt, so fühlt ihr euch schnell geschwächt und ausgelaugt bzw. besetzt beispielsweise von anderen Informationen und anderen Wesenheiten, die sich in eurem System breitmachen und vielleicht dort eine gewisse Gängelung oder eine gewisse Neuorientierung vornehmen. Das ist das, was geschieht, wenn ihr keine geschlossene Membran habt. Ist das die Antwort auf eure Frage? Ja, und die Reparatur. Es ist eine Frage im Individualfall, ob überhaupt eine Veränderung dieses Zustands erwirkt werden soll. Wenn ihr euch beispielsweise durch bewusstseinserweiterndes Leben, durch schwingungserhöhende Dinge in eurem Leben in die Weite begebt, so werdet ihr feststellen, wie sehr schnell die ich-bezogenen Verhaltensweisen und Denkweisen sich stoßen an den neuen Wahrnehmungen im Außen der höheren Betrachtungsweise. Und ihr werdet sehr schnell in starke Resonanzen kommen aufgrund der Weiterentwicklung, die ihr lebt. Ihr könnt nicht weniger bewusst sein und keinen Schritt zurückgehen. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr wisst, dass ihr euch gesundheitlich schadfrei gehalten habt, indem ihr beispielsweise verzichtet auf alkoholische Substanzen, verzichtet auf Drogen, verzichtet auf krankmachende Umweltgifte und so weiter, die stets die Aura schädigen, beziehungsweise darauf verzichtet, dass andere Menschen innerhalb euren Auren mit dem freien Willen verändernde Maßnahmen vornehmen, so seid ihr in einem gewissen inneren Schutz stets vorhanden. Und die Erweiterung im Außen bedeutet eine ähnliche Erfahrung wie eine durchsiebte Aura, eine gelöcherte Aura, doch es ist nicht der Fall. Es ist die Wahrnehmung der erweiterten Felder, die ungeübt ist und zu höherer Geschwindigkeit führt und ungewohnten Resonanzen im Leben. Wenn ihr euch krank fühlt und wenn ihr geschwächt seid, so ist es in der Tat ein nicht sachgemäßer Umgang mit euren Körpern und euren Vitalkräften, die dann dazu führen, dass ihr angreifbar seid. Ist das die Antwort auf eure Frage? Ja. Die Reparatur könnt ihr vornehmen, wenn ihr im Fall eines unsachgemäßen Umgangs mit eurer selbst wieder zu einer Heilung kommen wollt, indem ihr einfach weglasst, was ihr an schädlichen Dingen zugeführt habt und euch auffüllt, beispielsweise mit der Vorstellung eines rosafarbenen Aurafeldes, das dann stets eine Heilung in Sekundenschnelle zur Folge hat. Habt ihr das verstanden? Ja. Ist das die Antwort auf eure Frage? Ja, danke. Habt ihr weitere Fragen? Da habe ich eine Frage gleich dazu mit dem rosafarbenen Aurafeld. Warum muss das rosa, orangefarben sein? Oder was rosa? Rosa Farben. Was bewirken andere Farben, wenn man violette Flamme hernimmt oder dergleichen? Ein Farbspektrum ist ein Gebilde mit jeweils unterschiedlichen Informationsträgerwellen, sodass ihr in einem grünfarbigen Feld, in einer grünfarbigen Welle aufgrund der Beschaffenheit und der Funktion dieser Welle bestimmte Dinge in euren Körpern bewirkt und auf bestimmten Ebenen in eurem Körper Einfluss nehmt, sodass ihr spezifisch dort, wo diese Farbe auf eine Schwingungsähnlichkeit trifft, eine Heilungswirkung hervorbringen könnt. So wie beispielsweise jedes Organ in seiner Eigenschwingung eine eigene Farbe zum idealen Ausdruck braucht. Ihr seid beispielsweise mit der Farbe Ultraviolett oder Violett in der Situation, stets eine zunächst einmal eliminierende Ausführung eines Umstands einer Information vorzunehmen, um dann darauf eine neue Information zu setzen. Ihr benötigt keine Eliminierung zunächst einmal in den allermeisten Fällen.
in der rosafarbenen Schwingungsfrequenz seid ihr in der Situation der Neutralität. Rosa entsteht, indem ihr die Schwingungsfrequenz der hohen Selbstebene, der weißstrahligen Einheit aller Farbspektren und dem Rot der Erdung über die Magnetgitter, der Anbindung über den Planeten, in einem vereinten Chakrenfeld bis zum zehnten Chakra in eine Einheit geführt habt, sodass das Rot und das Weiß im Zentrum eures Körpers, dieses vereinten Chakrafeldes, es befindet sich zwischen dem Herz und dem Halschakra, ein rosafarbenes Chakra sich öffnet zu einem neuen Pulsar, um stets euch in der Einheit des zehnten Chakras zu halten und von dort aus eine Harmonisierung eures vereinten Chakrenfeldes bis zum hohen Selbst zu erwirken, sodass die Farbe Rosa für euch stets die Harmonisierung bedeutet und alle Disharmonien auflöst. Ist das eine Antwort, die ihr versteht? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Ich hätte eine Frage. Warum sprecht ihr von Farben? Wie kann ich meine Aura sehen? Es ist eine Situation, dass ihr mit den Körperorganen der Augen eine Schwingungsfrequenz von Farben wahrnehmen könnt, die innerhalb der Erreichbarkeit der dreidimensionalen Werkzeuge liegt, sodass ihr dort mit den Augen beispielsweise den Regenbogen sehen könnt, einen roten künstlichen Farbstrahl erkennen könnt. Wenn ihr allerdings eine höhere Schwingungsebene fahren wollt, so seid ihr auch aufgefordert, mit den höher schwingenden Werkzeugen eures Systems daran zu gehen, sodass ihr beispielsweise mit dem dritten Auge das Ultraviolett wahrnehmt, das ihr mit den Augen selbst, den dreidimensionalen Werkzeugen, nicht wahrnehmen könntet. Ultraviolett entzieht sich eurer Wahrnehmung in der höchsten Schwingungsfrequenz des Feldes und ihr seid dann aufgefordert, mit dem dritten Auge oder noch höheren Ebenen, wie ihr beispielsweise das Gold oder das Rubin mit der Ebene des 24. Chakras wahrnehmen könnt, denn jedes Chakra besitzt in der Kombination eine Eigenschwingung, eine eigene Farbe, wie das Korall oder Pfirsichfarben oder Eisblau und so weiter in einer Frequenz, die ihr nur dann wahrnehmen könnt mit den höheren Werkzeugen eurer Aufmerksamkeit der Höherschwingung, der höheren Chakren. Und ihr könnt es als Menschen stets. Es ist nicht die Frage, ob ihr es könnt. Die Frage ist, ob ihr gelernt habt, wie ihr es wahrnehmen könnt. Habt ihr das verstanden? Ja. Wenn ihr also eure Augen schließt, so seid ihr stets in einer inneren Gewissheit, in einer inneren Erkenntnis, wie aufgrund eures komplett vorhandenen Wissens über all die Dinge in eurem Inneren, wie sich beispielsweise ein pfirsichfarbener Strahl, ein eisblauer Strahl, ein magentafarbener Strahl, Brombeerfarben und so weiter in den feinstofflichen Bereichen anschaut. Ihr könnt einen Unterschied sehr klar erkennen, wenn ihr die Farbe Korall als eine wärmende Jacke betrachtet, die ihr anziehen könnt und euch dann in euren inneren Räumen die Leuchtkraft des Koralls vorstellt, das in die Tiefe hinein durchflutet ist, beispielsweise mit goldenen Aspekten und in einen tiefen Raum hineingeht, der nicht greifbar ist. Eine Farbe, die ihr optisch sehen könnt, ist eine zweidimensionale Kraft, eine zweidimensionale Strahlkraft, die beispielsweise schon alleine durch eine Umsetzung, durch Lichtfaserkabel oder elektromagnetische Felder, wie ihr es durch die Möglichkeit eines Computers wahrnehmen könnt, in eine ganz neue, bildhafte Darstellung gebracht werden kann. Und wenn ihr noch weiter in die Schwingungsräume in eurem Inneren hineingeht, so habt ihr eine klare Unterscheidungskraft der unterschiedlichen Farbniveaus. Habt ihr das, verehrte Seele, verstanden? Das war die Frage. Ja. Habt ihr diese Antwort von unserer Seite verstanden? Ja. Und habt ihr weitere Fragen? Ja. Keine Anfangsfrage. Inwieweit bedingt ein funktionierendes Chakras das Funktionieren der Aura?
Wie weit hängt das zusammen? Also wenn die Chakras richtig funktionieren, wie erhält es die Aura und umgekehrt? Wie beeinflusst sich das? Es gibt keinen Umstand, dass ein von euch so bezeichnetes Chakra nicht funktionieren würde. Es ist ein Befehlsausführer eurer Glaubenssätze und Emotionen und ist seismografisch ausgerichtet auf das, was ihr darauf gebt. Ein Chakra ist ein Impulsgeber und Energetisierer für alle eure Drüsensysteme in euren Körpern. Ein Chakra bedeutet ein Pulsar, um ein Drüsensystem, eine Drüse, einen Raum in eurem Körper in genau der Schwingung zu halten und zu informieren und zu energetisieren, damit der Gesamtdialog des Körpers auf eine harmonische Weise stattfinden kann. Und ihr seid immer in der Fülle. Ihr alleine seid Meister eurer selbst und entscheidet eine Abwesenheit von Fülle, indem ihr durch Glaubenssätze, durch Ängste, durch Blockaden, die ihr mit euch tragt, durch emotionale Bedingungen eine Entscheidung trefft, einen Glaubenssatz, eine Illusion von Abwesenheit von Fülle zu erleben und dort in der Reduktion Bewältigungsstrategien in euren Leben zu entwickeln, die das karmische Spiel bedeuten. So habt ihr also niemals eine Abwesenheit von Fülle, nur eine Illusion der Abwesenheit, die ihr euch selbst erschaffen habt. Ihr könnt keine Abwesenheit von Fülle haben, denn sonst würdet ihr im insgesamt existierenden Sein von der Bildfläche verschwinden und das ist nicht möglich. Ihr seid in einem Kontinuum von Energie, wo ihr selbst entscheidet, atmet ihr Energie ein und aus in aller Fülle oder seid ihr nur in einem gewissen Rahmen, einem gewissen Kaleidoskop mit eurer Aufmerksamkeit präsent. Dann seid ihr innerhalb der Aura auch in einer gewissen Einschränkung, einer Ausdehnung des Lichtspektrums. Doch es bedeutet nicht, dass ihr die Möglichkeit nicht hättet, euch wieder in die Weite und die Fülle zu geben. Wenn ihr auf der Verstandesebene der Schwingungsfrequenz eures Gehirns versucht, Zusammenhänge zu verstehen und zu begreifen, die sich dem Gehirn entziehen, weil sie weiter beispielsweise in der Frequenz hinaus wahrzunehmen wären, in eurer eigenen Akasha-Chronik, die sich in eurem hohen Selbst befindet, wo ihr ein Einheitsfeld benötigt, um eine Erinnerung an frühere Leben beispielsweise oder gleich parallel laufende Erfahrungen zu gewinnen, so seid ihr auf der Verstandesebene im Glauben, ihr wärt nicht in der Fülle. Seid ihr eingeklinkt mit der Wahrnehmung bis in eure hohen Selbste, so seid ihr stets zur rechten Zeit am rechten Ort, seid stets aufgefüllt, im Vertrauen, im Jetzt und wisst, wann immer ihr etwas braucht, wird es in Resonanz in euer Leben kommen. Dann seid ihr eingeklinkt, die Aura ist weiß und rosa und ihr seid mit euch in der Einheit. Und ihr erkennt, dass es keine Abwesenheit von Fülle gibt. Ihr habt also stets das Werkzeug in der Hand, das da heißt Vertrauen und Erweiterung, indem ihr in das Jetzt hineinkommt, weggebt, was nicht zu euch gehört und immer mehr in eurer Essenz ankommt, immer mehr in eurem Seelenfunken, den ihr seid und eure Fähigkeit, euer Potenzial erkennt, das ihr der Welt zur Verfügung stellen könnt, ohne Wenn und Aber. Dann seid ihr nicht beschränkt. Ihr seid in eurer Kraft und dehnt euch aus und nehmt den Platz ein, der für euch vorgesehen ist und der euch zusteht, so könntet ihr es nennen. Reduktion und Aura-Belastung, wie ihr es vielleicht wahrnehmen mögt, ist eine selbstgemachte Kreation aufgrund vieler vergessener Umstände. Habt ihr das verstanden? Es ist eine Situation, die ihr verstehen müsst. Wenn ihr euch als vereintes Chakrawesen
verbunden mit dem Planeten, die man über Magnetgitter mit allen anderen Wesen auf diesem Planeten und dem Hohen Selbst als Kontrollstation, so könnt ihr es nennen, als Scheidefunktion zwischen der vierten und fünften Dimension, wenn ihr es linear betrachten wollt, euch so ansieht, so wisst ihr, dass ihr innerhalb dieser Sphäre alle Erfahrungen, die ihr je in allen Inkarnationen erlebt habt, eingespeichert habt. Alleine, was ihr nicht verarbeitet habt, wird wie ein Film wiederholt sein in euren Feldern und sich immer wieder abspielen und um Erlösung bitten. Wenn ihr also beispielsweise durch eine tragische Entscheidung eine schicksalhafte Erfahrung gemacht habt, so könnt ihr nicht umhin in euren Feldern stets die Entscheidung rückgängig machen zu wollen und stets zu wälzen, was geschah. Auch wenn es in eurer linearen Vorstellung tausende von Jahren zurücklegen mag, in euren Feldern ist es jetzt. Diese Situationen ermöglichen euch keine freie Entscheidung in einer Situation, die mit diesem Thema in irgendeiner Weise tangiert zu sein scheint. Wenn ihr also eine freie Entscheidung treffen wollt, so könnt ihr nicht um viele dieser nicht erlösten Punkte in euren Feldern herum agieren, denn das ist stets eine Entscheidung aus Angst, eine Sicherheitsentscheidung, eine Entscheidung um einen Umstand herum lavierend, aber niemals eine Entscheidung in der ganzen Fülle aller Möglichkeiten. Und so seid ihr in euren Leben stets gezwungen, solange ihr nicht im Einheitsfeld seid, in einem harmonischen Einheitsfeld seid, dass ihr vermeidet, dass ihr Sicherheiten braucht, um diese Erfahrungen nicht zu tangieren, um die Lichtpunkte der von euch so gefühlten Warnungen zu umgehen, ausgeblendete Erfahrungen nicht zu öffnen, um den Schmerz nicht zu wiederholen. Es ist klug, euch mit eurem gesamten Raum um euch herum so zu verbinden, wie wäre es eure eigene Westentasche, um euch in der eigenen Westentasche auszukennen und zu wissen, was um euch ist. Um zu verstehen, es ist nicht damals so gewesen, es ist nach wie vor und es wird bleiben, solange ihr es nicht annehmend wertschätzt, als Erfahrung integriert und dann wieder eine freie Wahl habt. Um euch nicht gebunden und verstrickt mit einer bestimmten Situation zu sehen, die längst nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Verstanden worden. Wenn ihr euch also ausdehnt in eurer Wahrnehmung und in eurem Bewusstsein, so werdet ihr stets jene Punkte tangieren wie Zollstationen auf einer weiten Reise und Zollstationen fordern ihren Tribut. Der Tribut heißt erkenne und wandle. Und die Angst, es möge sich ein Schmerz wiederholen, ist aus der menschlich gedachten Sicht einsehbar. Doch auf der Ebene der Wiedererkennung ist es kein Schmerz, es ist ein Zurückholen eurer Trauer, die dort gebunden ist und die dann in eine freudige Erlösung gewandelt werden kann, sodass es stets eine Zollstation ist, die euch ermöglicht, ein neues Land mit neuen Augen zu durchkreuzen, zu erblicken und den Horizont zu erweitern. Und das ist jeden Groschen wert. Habt ihr das verstanden, verehrte Seelen? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Ihr habt gesprochen, dass die Aura ein Informationsträger ist. Wie wirkt sich, das Wasser ist ja bei uns der größte Informationsträger. Wie wirkt sich Duschen oder Baden auf die Aura aus? Damit müsste ich ja von diesen Negativen gut reinigen können. Es ist eine Einschränkung durch die Applikation von außen entstanden, denn würdet ihr uns um eine Antwort bitten, wie sich getrunkenes Wasser in euch
auswirkt, so wäre die Antwort eine andere. Wir beziehen uns also auf die Einschränkung des Duschens und Badens. Wir können euch mitteilen, dass ihr durch die rasante Passage eines Duschvorgangs, besonders unter ionisiertem Wasser wie einem Wasserfall beispielsweise, eine starke Durchflutung dieser harmonisierenden Energie tragt. Die harmonisierende Energie besteht darin, dass ionisiertes Wasser losgelöst ist von Clustern. Eine Clusterbildung findet statt, wenn ihr beispielsweise eine Verdichtung zu einem Problem innerhalb eines Umstands vorfindet. Eine Verdichtung eines Schmerzes beispielsweise. Einmal ist ein Schmerz entstanden, weil ihr beispielsweise das Land verlassen habt, auf der Reise alle Angehörigen hinter euch gelassen habt, verunglückt seid und großes Leid ist entstanden. Ihr habt beispielsweise in vielen Inkarnationen durch Versuch und Irrtum immer wieder ähnliche Situationen erlebt und eine Clusterbildung zum Thema befreit den Weg gehen, sich lösen wollen, die eigenen Wege erforschen, loslassen können von Verbindungen, hat eine sehr eigene Struktur erhalten, die einen dicken, fetten Punkt in eurer Aura bedeutet. Wenn ihr nun euch ionisiertem Wasser in hoher Geschwindigkeit oder einer starken Applikation unterzieht, so hat der ionisierte Informationsgehalt des Wassers die Funktion, derartige Cluster in gewisser Weise aufzulösen und in viele Puzzleteile zu verteilen. Nach wie vor ist die Information vorhanden, doch nicht in einer derart lähmenden Weise der Clusterbildung, sondern einer aufgesplitteten Informationsstruktur, die dann die Resonanzen auch niedriger stark in euer Leben zieht. Vereinzelter, vielleicht häufiger, doch nicht in dieser Schwere, wie es beispielsweise sich noch einmal in ähnlich tragischer Form ereignen könnte, würdet ihr das Cluster beibehalten. Wenn ihr also euch ionisiertem Wasser unterzieht, seid ihr am schnellsten in der Weise harmonisiert, dass ihr Klumpen in ein Vieles aufspaltet und leichter passieren könnt. Wenn ihr euch mit normalen Duschvorrichtungen in euren Häusern reinigt und das täglich tut, so ist es für den Augenblick eine wohlsame Tat, die nicht die Aufspaltungskraft ionisierenden Wassers besitzt. Sitzt ihr in einem Wannenbad für eine längere Weile, so ist ein anderer Umstand vorhanden, den ihr wissen solltet. Ein Wannenbad ist ein Informationsträger per se, denn Wasser ist informiert. Wasser kann, außer ihr seid, und auch dort möchten wir Einschränkungen machen, in einem destillierten Wasser, das in gewisser Weise reduziert ist vom Informationsgehalt, doch das seid ihr nicht. In meister Zeit seid ihr also in einem normalen Wannenbad und seid dort für eine Weile, so verbindet sich euer Informationsgehalt eures Feldes mit dem des Wannenbades und ihr seid in einem Echohall eurer eigenen Resonanz. Wenn ihr also intensive Erfahrungen auf mentaler oder emotionaler Ebene in einem Wannenbad habt, so hört ihr euch selbst zu. Dort habt ihr vielleicht gute Ideen oder erinnert euch an etwas oder habt einen Wechsel zu emotionalen Haltungen innerhalb bestimmter Lebensweisen oder Lebenssituationen. Ihr hört euch selbst zu und fühlt euch selbst und das Wasser nimmt auf und nimmt mit. Ihr gebt also sehr viel verstärkter eure Wesenheit weiter in die allgemeinen Wasseranstalten, so könntet ihr es nennen, wenn ihr für eine Weile in einem Wannenbad gesessen seid. Habt ihr das, verehrte Seele, verstanden, diese Unterscheidung? Ist das die Antwort auf eure Frage? Wie entspricht es dann im Meer oder im See, meinetwegen im Chiemsee? Oder am Meer? Es ist eine Situation, dass ihr schon eine lange Weile in einem Meer schwimmen müsstet, um einen eigenen Echohall zu hören. Es ist die Situation, dass ihr
zunächst einmal ein stark bewegtes Element vorfindet, das in einem beständigen Rotationsfluss sehr schnell das Umfeld ändert und nicht in einem abgeschlossenen Kontinuum wie in einer Badewanne um euch herum ist und ihr dort an der schmalen Hülle um euren Körper herum, die sich auch sehr schnell an die Körpertemperatur anpasst und dort eine gewisse Wärme erzeugt, die jenseits dieser millimeterdichten Schicht sehr kühl das Wasser wieder spüren lässt, innerhalb dieses Raumes, wenn ihr ruhig liegen bleibt, einen gewissen Widerhall habt. Und ansonsten dort in dieser Weise die Erfahrung nicht möglich ist. Ihr nehmt die Informationen des Meeres auf, die unendliche Weite, die euch wohlfühlen lässt oder ängstigen lässt und in Panik beispielsweise führt. Wenn ihr in einem See baden geht, so ist es eine ähnliche Situation. Entscheidend dabei ist stets, wie lange ihr euch still an einem Ort aufhaltet und das geringe Kontinuum um euch herum diese Aufgabe des Informationsspeichers und des Widerhalts vollbringen kann. Habt ihr das, verehrte Seele, verstanden? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Dann habe ich eine ergänzende Frage. Wie verhält es sich bei Nebel, bei Regen und bei Schneefall? Es sind stets bewegte Milieus, die nicht in der Weise eine Sphäre bilden, um in eurer Wahrnehmung auf diese Weise eine Rückkoppelung zu geben. Doch was ihr stets wissen müsst, ist, dass jeder Wassertropfen an jedem Punkt seiner Existenz Informationen aufnimmt und abgibt. Jeder Tropfen, der euch tangiert, jeder Tropfen bringt die Information seiner weiten Reise, seines Weltumlaufes mit, seiner Kanalsysteme, durch die er fließt, der gesamten Menschheit, die sich dort ergießt in das Wasser hinein und nimmt etwas von euch mit auf die Reise, sodass das Wasser der Dialog, die Kommunikationsebene des Planeten bedeutet. Und in verschiedener Weise. Je stärker das Wasser seinem natürlichen Aggregatzustand des Fließens verändert ist, das heißt im Dampf bzw. in der gefrorenen Form, desto geringer ist der Informationsaustausch, die Kapazität des Informationssammelns und der Abgabe möglich. Habt ihr das verstanden? Was bedeutet dann das Trinken des Wassers mit der Information? Wenn ihr Wasser in euch aufnehmt, so speichert ihr für eine lange Weile die Information in jeder Zelle. Es ist ein Unterschied, ob ihr als dreidimensionales Wesen euch den höher schwingenden, nicht stofflichen, antimateriellen Anteilen der Informationsstruktur übereignet und dort in kommunikativem Austausch seid, oder ob ihr als Materiebezogenheit eurer dreidimensionalen Anteile, der stofflichen Anteile, die stofflichen Anteile einer Wesenheit mit hineinnehmt und über den osmotischen Verkehr das Wasser in eurer Zelle wirken lasst. Dort habt ihr nicht nur feinstoffliche Informationen, die dann antimateriell dreidimensionale Reaktionen hervorbringen, sondern auch stoffliche Informationen, wie beispielsweise Schwermetallbelastungen und so weiter, Reinigungsmittel und so weiter, die ihr zusätzlich in der Zelle zu verarbeiten habt. Es ist ein großer Unterschied, ob ihr alleine feinstoffliche Informationen austauscht oder gleichzeitig Feststofflichkeit verarbeiten müsst. Und über diesen Weg der feststofflichen, des Festhaltens in den Zellen dieses Wassers, ist es zusätzlich so, dass ihr für eine längere Weile der Information ausgesetzt seid. So ist es keine Gleichgültigkeit, welches Wasser ihr zu euch nehmt. Ob es ein Wasser ist aus einem alten Wasserhahn mit einer zerstörten Struktur
oder eine hochschwingende Informationsgehalt besitzt, das beispielsweise aus einem geklärten Gebirgsbach kommt und so weiter. Und ihr spürt es in euch im Sinne der Vitalität. Habt ihr das verstanden? Ja. Ist das die Antwort auf eure Frage? Habt ihr weitere Fragen? Wie ist es dann mit Schnee? Es hat doch jede Schneeflocke eine streng geometrische Struktur. Wenn man jetzt das Wasser von frisch gefallenem Schnee schmilzt, müsste dann das eigentlich das Gesündeste sein. Die Frage ist, was hat der Schnee auf seiner Reise mitgenommen? Wenn es eine Schneeflocke ist, die einen sauberen Raum durchkreuzt, so ist Regenwasser und Schnee in jedem Fall ein weiches Wasser, das euch gut passiert, eure Membranen gut passiert und zugleich eine liebevolle Ergänzung in eurem Körpersystem. Wenn ihr aber eine Wasser- und Schneeniederkunft in Form von einer Waschanlage zu euch nehmt, so ist es im Gegenteil ein Konzentrat an Schadstoffen in eurem Körper. Habt ihr das verstanden? Könnt ihr vielleicht nochmal genauer sagen, was das Trinkwasser dann in der Aura bewirkt oder bewirken kann? Die feinstoffliche Information, die dem Tropfen innewohnt, ist innerhalb eures feinstofflichen Feldes der Antimaterie aktiv. Wenn ihr beispielsweise ein Wasser aus einer Region trinken würdet oder von einem Raum trinken würdet, wo Menschen großes Leid erleben, so tragt ihr es mit euch. Ihr tragt die Information der Trauer und des Leides in eurem Feld und es dauert eine Weile, bis ihr in eurem Leben ausagiert habt, was ihr mit euch tragt. Habt ihr das verstanden? Das ist mit allen Lebensmitteln so, die ihr zu euch nehmt. Ihr nehmt alles Leid der Tiere und der Pflanzen und alles in euch auf. Auch die Tiere tragen die Information des Wassers und auch darüber wird die Information weitergegeben. Wasser ist praktisch überall. Und daher nimmt es praktisch alle Informationen mit, gibt sie praktisch überall ab, um wieder aufzunehmen. Es ist die Situation, dass daher in wassertragenden Regionen, wie beispielsweise Flüssen, Bächen und Meeren, spezielle Algenpflanzen wachsen, um die Passage des Wassers zu beschleunigen. In Flüssen beispielsweise eine Informations- und Energieabsaugung durch die Schraubbewegungen des Wassers aus dem Umland reduziert, um das Umland nicht völlig zu entkräften und in einen starken energetischen Unterdruck zu bringen. In den Algengebilden der Meere ist es im Gegensatz dazu eine Funktion, die Energie dort stabil zu halten und Informationen stabil zu halten. Es ist die Absicht, die Glitschigkeit, so könnt ihr es nennen, dieser Gebilde, um dieser Funktion gerecht zu werden. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Du hattest vorhin eine Frage. Ich hätte gern gewusst, wie der Zusammenhang zwischen den Organen und der Aura ist, weil es wird gesagt, dass wenn ein Organ nicht mehr richtig funktioniert, dass in der Aura schon sichtbar ist, obwohl wir noch keinen Schmerz fühlen. Es ist eine zwingende Aussage, die korrekt ist. Denn wenn ihr wisst, dass ihr innerhalb eurer Körperzonen und Körperregionen ein violett schwingendes Feld der Gehirnstruktur habt, ein blau schwingendes Feld der Schilddrüse habt, ein grün schwingendes Feld des Herzens, und wir beziehen uns jetzt nur auf die personenbezogenen Ich-Funktionen des Körpers, so wisst ihr auch, dass ihr in dieser Region das Feld des Grüns besitzt beispielsweise. Und wenn dort eine Schwingungsfrequenzveränderung dazu führt, dass
das Organ des Herzens, durch das Chakra des Herzens, nicht in richtiger Weise funktionstüchtig gehalten werden kann, weil beispielsweise die Frequenz zu hoch oder zu niedrig ist oder Fremdinformationen auf der grünen Welle dahergekommen sind, so könntet ihr es nennen, so werdet ihr zuerst in diesem Feld diese Wahrnehmung haben, bis letztlich das langsame Rad der physischen Verfeststofflichung auf der Körperebene im Nachrang einen Schaden erzeugt und bemerkbar wird. So ist es stets, dass der Körper als letzte Instanz die Symptome euch aufzeigt, die im feinstofflichen Feld längst vorhanden sind. Ihr könnt also daher mit eurem Bewusstsein sehr viel bewirken und stets gesund bleiben, so könntet ihr es nennen. Habt ihr das verstanden? Das ist die Antwort auf eure Frage. Ja. Habt ihr weitere Fragen? Da war eine Frage. Wir haben gehört, dass Wassertropfen und Schneeflocken nicht nur positive, sondern auch negative Einflüsse haben auf uns. Aber ich kann mir das ja nicht raussuchen. Das steht ja nicht auf dem Regentropfen oder auf der Schneeflocke, ich bin negativ oder das ist schlecht für mich. Wie kann ich dem entgehen? Was kann ich dagegen tun? Die Menschheit arbeitet daran. Es ist auch nicht so, dass vielleicht 10 angenehme und 5 unangenehme Tropfen vom Himmel fallen. Es ist stets alles in allem. Und indem es in einem Tropfen existent ist, ist es auch vorher in eurem Feld gewesen, so dass ihr lediglich eine Verstärkung einer bestimmten Information erlebt, beziehungsweise eine Reinigung durch eine bestimmte Situation erlebt. Es ist mühevoll für euch Wesen der Zeit, euch stets in Harmonie zu halten. Und das ist das, was die Menschheit gerade so sehr bewegt. Ihr werdet bewusst und ihr erkennt und ihr lernt euch selbst nicht mehr zu ertragen, sodass ihr jetzt sehr eilig seid, ein besseres Milieu für euch zu erschaffen. Und das steht euch gut an, denn die weitere Fortsetzung der feinstofflichen Lebensmilieus, die durch die Schwingungserhöhung auf eurer Reise in dem Universum noch eine Weile stattfinden, werden sehr schnell sehr vieles noch sehr viel unangenehmer werden lassen, als ihr es derzeit schon wahrnehmt. Auch wenn ihr es nicht spürt, dass ihr das Leid des Tieres in euch tragt, wenn ihr es zu euch genommen habt, so ist es doch aktiv und so habt ihr doch das Leid des Tieres in euch, so habt ihr doch die Information der Sinnlosigkeit, sich zu wehren in euch, so habt ihr doch die Information in euch, Schlachtvieh zu sein. Und es ist euch nicht bewusst und ihr haltet euch automatisch in diesem Level, auf dieser Bewusstseinsebene und in diesem Modus und seid sehr leicht zu steuern. Erst wenn sich eure Bewusstseine in höhere Schwingungsbereiche ausdehnen, nehmt ihr langsam wahr, was überhaupt in euch stattfindet. Es ist nicht neu, es ist schon immer so gewesen, doch neu ist, dass ihr es wahrnehmen könnt. Und dann habt ihr das Bedürfnis, etwas zu ändern. Und so geht mit euch die Entwicklung voran in eine immer feinere Wahrnehmung hinein und in ein immer liebevolleres Miteinander mit euch, dem Tier, den Pflanzen und dem Planeten. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Ja. Die Möglichkeit der Gängelung des Menschen und der starken Machtkonstrukte sind nicht zuletzt auch dadurch generiert worden, da die Menschheit seit Anbeginn das Opfertier zu sich genommen hat. Habt ihr das verstanden? Ich habe davon gesprochen, dass in der Aura, in unserer Aura, karmische Ereignisse wie Filme immer wieder ablaufen.
Was geschieht dann, wenn, ich nehme mal an, das ist das, was man auch als Blockade bezeichnet, was geschieht, wenn so eine Blockade aufgelöst wird? Ist das dann auch noch in der Aura erkenntlich? Es ist ein Umstand, der nicht ganz korrekt unserer Formulierung entspräche. Mhm. Unserer Formulierung entspräche, dass die Blockade, das Zurückweichen oder Zurückschrecken der Visualisierung dieser Erfahrung ist. Die Erfahrung selbst ist nicht unbedingt ein Umstand, der euch blockieren müsste. Ihr könnt genauso gut hingehen, es euch ansehen und dankbar dafür sein und neugierig erkennen, das habe ich getan. Ah, das ist ja interessant. Doch gleichzeitig schreckt ihr davor zurück. Und indem ihr zurückschreckt und dort nicht weiter könnt und hier und da nicht und nicht zurück und nicht dort und dahin, seid ihr sehr stark eingeschränkt und, so wie ihr es nennt, blockiert. Den Schlagbaum errichtet ihr selbst. Und nach der Korrektur von unserer Seite dieser Aussage bitten wir euch noch einmal, die Frage zu wiederholen. Mhm. Da kommt jetzt eine andere Frage, und zwar sind wahrscheinlich immer sehr eindrucksvolle Erlebnisse, die wir in unserer Aura mitgenommen haben. Der Beginn ist stets beeindruckend gewesen und hat einen tiefen Fingerabdruck oder Pfotenabdruck hinterlassen und ist dann ein Magnet für ähnliche Erfahrungen in der Zukunft. Selten ist es so, dass ihr immer wieder ähnliche kleine Ärgernisse anhäuft. Doch auch das ist vor allem in Erfahrungen des polaren Zusammenseins unter Menschen geschehen. Polarität unter Menschen bedeutet stets die Schwierigkeit, das ganz andere, das letztlich nur die andere Seite der eigenen Medaille ist, zu verstehen. Also das Weibliche dem Männlichen gegenüber und umgekehrt oder die Macht der Ohnmacht gegenüber und umgekehrt, so dass auch kleine, häufige Erfahrungen immer wieder zum gleichen Schluss führen mögen, dass es eine Unmöglichkeit der Vereinigung und des Verständnisses gibt. Sehr häufig ist selbstverständlich eine schwer traumatisierende Ausgangserfahrung Grund für den Echohall innerhalb eurer Aura, immer wieder ähnliche Erfahrungen zu machen. Denn ihr könntet stets dem ganz anderen mit Dankbarkeit, Freude und Neugier begegnen. Die Haltung ist es, nicht die Aufgabe. Habt ihr das verstanden? Ja, und ist das dann so, dass wenn diese Ereignisse nicht mehr so eindrucksvoll sind und keine Blockaden mehr in uns sind dagegen, dass sie dann verblassen in unserer Aura? Es ist noch viel mehr. Auf der einen Seite ist es ein Verblassen der Angst und ein Wegnehmen der Blockade, doch aufgrund der langen Ausgrenzung eines bestimmten Themenbereiches und dem langen Meiden eines bestimmten Themenbereiches ist eine explosionsartige Freude meist in der Folge, genau diese Erfahrungen jetzt in Hülle und Fülle zu erleben, sodass ihr das, was ihr lange Zeit angstvoll gemieden habt, wie die Biene in einem Blütenkelch sich wälzend im Blütenstaub, genau diese Erfahrung machen wollt. Und ihr werdet sehen, all das, was ihr für lange Zeit in der mentalen Kontrollebene gehalten habt, ist jetzt dabei, sich derart zu wandeln, dass ihr ein sehr mediales und munter, intuitives und alles glaubendes Volk werden werdet. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was passiert mit diesen Filmen dann in der Aura, wenn da eine Harmonisierung stattgefunden hat? Eine Harmonisierung findet stets dann statt, wenn die eine Isolation den anderen Pol nicht erlaubt, sodass eine Polaufhebung, so könnt ihr es nennen, stattfindet, indem eine negative Bewertung, eine angstvolle Erfahrung zu einem Thema mit einer angenehmen Erfahrung zum gleichen Thema gemacht wird, um eine Harmonisierung und eine Meisterung dieses Themas zu erreichen. Wenn ihr euch ein kleines Beispiel vorstellt, ein Kind, das auf einem Klettergerüst beispielsweise herabfällt und dann nach Hause geht,
wird es meiden, in der Zukunft eine derartige Erfahrung in so großer Höhe zu machen. Wenn ihr allerdings dem Kind die Möglichkeit gebt, gleich noch einmal dorthin zu gehen und spaßvoll den Rest des Tages erfolgreich dort zu erleben, so hat das Kind beide Seiten dieser Erfahrung gelernt. Es hat ein Gefühl für Angst und Sicherheit und Vorsicht entwickeln können und zugleich die Freude, es zu meistern, so dass dann mit der Zeit keine Angst mehr besteht. Und wer weiß, vielleicht wird das Kind einstmals von einem Hochhaus zum anderen auf einem dünnen Seil mit nur einer Stange balancieren. Und in dem Fall hätte das Kind auch beides gespeichert wohl? Das angstvolle Erleben und den Erfolg des Meisters? In dem Fall ist kein Speicher der Angst und eine Selbstverständlichkeit der Meisterung, sodass die Existenz auf dem Jetzt ermöglicht, in jedem Punkt im idealen Schritt über diese Leine zu gehen. Austariert. Habt ihr weitere Fragen? Ich hätte nochmal wegen Wasser eine Frage. Was ist mit Wasserreinigungsgeräten oder so, die ja Schwingung draufgeben oder soll man das Wasser selber besprechen? Also wir haben ganz viele Channelings zu Wasser, auch kostenlose. Könnt ihr euch auf unserer Webseite anhören? Es ist immer ganz gut, dass die Sabine nicht so von einem Thema ins andere gerissen wird, dass man halt bei dem Thema bleibt. Ja, kann ich jetzt auch. Würdet ihr die Frage bitte noch einmal wiederholen? Was man von Wasser Reinigungsgeräten halt oder Wasserbelebungsgeräten oder sollte man besser das Wasser selber mit positiv informieren? Meint ihr bezogen auf die Aura oder was meint ihr genau? Auf das Trinkwasser. Einen Moment bitte. Zunächst einmal erhalten wir keine Provision für das zur Verfügung stellen einer bestimmten Information bestimmter Wassergeräte. Es ist eine Information des gelben Strahls und soll euch nicht allzu lange nachdenklich halten. Es ist eine Situation, dass ihr tun und lassen könnt mit euren Wässern, was ihr wollt. Ihr habt die Möglichkeit, Wässer zu euch zu nehmen, die sich leicht anfühlen, die ihr gut die Kehle hinabrinnen lassen könnt, denn das ist sehr wohl auch eine heilvolle Wirkweise im Sinne der Aura-Erfüllung. Wenn ihr beispielsweise eine rosafarbene Energie, beispielsweise ihr seid ein kranker Mensch und gebt eine rosafarbene Energie in ein Glas Wasser hinein, so ist es das Heilungselixier schlechthin und ihr benötigt keine finanziellen Aufwand und keine besonderen Dinge. Es ist ein Markt, der entstanden ist und die Information der Gier trägt. So würden wir euch grundsätzlich von diesen Dingen eher den Blick wenden wollen, sehen wollen. Ihr seid sehr einfach in der Heilung, wenn ihr stets die Neutralität lebt. Ganz gleich, ob es sich um eure alltäglichen Bewertungen handelt oder in der Tat die Neutralität der Farbzugabe. Und das ist das Weiß oder das Rosa. So seid ihr also in der Situation, energetisiertes Wasser zu euch zu nehmen. Was ihr aber nicht habt, ist in dem Moment ein Abgleich, eine Verstand auf der Verstandesebene zu erkennen, was ist der Grund für euren Zustand? Wieso seid ihr in einer kranken Situation? Was ist die Kränkung, die euch geschah? Möglicherweise entsteht sie im Moment der Harmonisierung, dass euch etwas bewusst wird. Doch nur um gesund zu werden, ist es keine Alternative zu einer Tablette, wenn ihr versteht, was wir meinen. Ihr seid stets aufgefordert, euch selbst zu erkennen, zu hinterfragen und zu korrigieren im Sinne der Selbstkorrektur. Und das ist, wenn ihr einmal den Trick herausbekommen habt, sehr einfach. Erkennt, was in euch ist und könnt sofort abwählen, auf diese Weise gekränkt zu reagieren. Nein, ihr wollt gesund bleiben,
Ihr wollt die Entscheidung anders tragen und ihr wollt bewusst durch diesen Prozess gehen. Und ihr könnt sicher sein, jeder Anflug einer Krankheit wird sofort gestoppt. Es ist ein Mechanismus, der eure Meisterschaft vorgesehen hat. Wenn ihr von plötzlichen Attacken überfallen seid, so sind es größere Zusammenhänge, die ihr auch selbst dann im Moment des Anbahnens der Attacke, wenn ihr damit geübt seid, im gleichen Moment eliminieren könnt, wie ihr es erlebt. Durch anfallsartige Leiden beispielsweise seid ihr auch in der Situation zu stoppen und euch zurückzuholen in einen harmonievollen Zustand. Es ist allein die Frage der Übung. Und so möchten wir euch die Antwort darauf zurückgeben, das Wasser heilt euch nicht. Habt ihr das verstanden? Dann habe ich noch eine Frage, und zwar mit den künstlich geschaffenen Magnetschwingungsfeldern und Pulsierungen von Frequenzen, die die Aura beeinflussen. Mhm. Könnt ihr uns dahingehend Informationen geben, wie wir uns da verhalten, dass wir nicht geschädigt werden in einer Form, die uns richtig krank macht? Es ist ein Fakt, den ihr aussprecht, der schon immer geschah. Die Menschheit hat schon immer, auch ohne technische Vorrichtungen, in aller Zeit die Möglichkeit energetischer Manipulation gelebt und genutzt. Eine Machtsituation eines Handelnden entgegen einer Ohnmachtssituation eines Annehmenden und Hingebenden. Wir wollen euch ein Bild dafür geben, welche Möglichkeit ihr habt. Wenn ihr beispielsweise euch vorstellt, ihr seid in einem harmonischen Tanz auf einem Fest. Stellt euch vor, euer Tanzpartner und ihr selbst seid eingespielt aufeinander und dreht euch in froher Weise, in großer Liebe, beispielsweise in einem Dreivierteltakt im Raum. Und wisst genau, wenn ihr diesen Rhythmus beibehaltet, werdet ihr nie kollidieren mit einem anderen glücklichen Paar, denn es ist ein organisches Gebilde, das sich der Harmonie hingibt. Nun seid ihr in diesem Rhythmus und auf einmal beginnt diese Gruppe beispielsweise einen Jazzrhythmus zu spielen und ihr wisst überhaupt nicht mehr, wie ihr euren Dreivierteltakt in dieser großen Harmonie aus diesem Raum, wo alles auf die Harmonie abgestimmt ist, weiter tanzen sollt. Ihr seid beispielsweise mit neuen Instrumenten in einem neuen Rhythmus, der euch vielleicht eine sehr schnelle Schrittabfolge abverlangt in einem Viervierteltakt. Und ihr habt große Mühe, mit der Diskrepanz zurechtzukommen. Und nun ist Disziplin gefordert. Wenn es euch gelingt, ganz klar euren harmonischen Dreivierteltakt in euch beizubehalten und euch abzugrenzen von all dem, was von außen auf euch einbringt, und ganz klar mit dem Partner oder auch alleine den Dreiviertelschritt in dieser Weise fortsetzt und in eurer inneren Jetzt-Konzentration nur mit euch selbst den Takt vollendet, so werdet ihr nicht tangiert sein von einer Störung von außen. Es ist ein kosmisches Gesetz, dass ihr auf dem Punkt der Einheit des Jetzt, der Neutralität, euch nicht nach rechts oder links reißen lasst, sondern in der Mitte bleibt. Und das ist die Situation, die aus dem Jetzt heraus geschieht. Und ratet mal, welche Farbe es trägt. Es ist die Farbe der Neutralität des rosafarbenen oder weißen Strahls. Wenn ihr also euch nicht mit euren Meinungen und Haltungen, mit den Ängsten oder der Unbewusstheit gängeln lasst, sondern stets bewusst mit euch seid und kleine Abweichungen eures Wohlgefühls spürt, um euch wieder auszutarieren, so werdet ihr immer in eurem Dreivierteltakt bleiben. Wenn ihr jetzt glaubt, es ist unmöglich, in einem stressvollen Alltag beständig auf sich selbst konzentriert zu sein, so ist es wahr und wir geben euch zurück, wieso lebt ihr in einem Viervierteltakt, wenn ihr doch eigentlich ein Dreiviertelmensch seid. Es wäre also dann wichtig, grundsätzlich zu korrigieren, was euch aus der Einheit reißt.
Es wäre grundsätzlich zu erlernen, wo ihr nicht neutral seid in euren Urteilen, wo ihr der Sicherheit bedürft und so weiter. Der Weg dorthin ist ein Weg der Disziplin und der beständigen Aufmerksamkeit in einem beständigen Jetzt. Es ist das, was ihr so gerne entwickeln wünscht und wo ihr immer fragt, was ihr tun sollt. Fragt nicht, was ihr tun sollt, fragt, was ihr weglassen müsst. Ihr müsst weglassen die Einströmungen des Viervierteltaktes der anderen Band, die aus dem klassischen Orchester eine Band werden ließ und euch in eurem eigenen zentrierten harmonischen Orchester am Leben erhaltet. Ist das ein Bild, das ihr versteht? Es ist ein Weg, den ihr gehen müsst, den ihr zu gehen habt, denn die Kakophonie im Außen wird sich durch die Schwingungserhöhung in der Lautstärke ebenso verstärken, wie sich die Fähigkeit des Dreivierteltaktes und die Lautstärke des Dreivierteltaktes verstärken wird, sodass ihr euch besser gleich abkehrt und vielleicht auch gar kein Orchester braucht für euren Rhythmus. Das ist auch eine Option. Lebt das eigene. Habt ihr das verstanden? Es ist ein Bild, über das ihr lange nachsinnen könnt und ihr werdet viele Erkenntnisse in jedem Moment eures Lebens erhalten, wenn ihr das Beispiel mit dem Tanzschritt geht. Habt ihr das verstanden? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Wie stark ist eigentlich die Schädigung der Aura durch Handy, WLAN und sonstige? Es ist eine, es ist ein aggressiver Schwingungsimpuls, der Auramembranen durchlöchert beispielsweise, auch Membranen der einzelnen Chakren angreifen kann. Doch wenn ihr erlaubt und wenn ihr wisst, dass ihr ohnehin in diesem Kontinuum lebt und ein idealer Zustand der Zeit nur möglich ist, wenn ihr erlaubt, ganz in die Weite zu gehen und alles, was ist, integriert und als existent anerkennt, ohne es zu bewerten, so seid ihr am meisten ausgedehnt und umhüllt dieses Universum der vielen Möglichkeiten, statt euch wie in einem Hagel immer mehr zurückzuziehen, immer mehr in der Angststruktur zu verhärten. Ihr habt leicht die Möglichkeit zu erlauben, alles, was ist in diesem Universum, alles, was ist in eurer Gesellschaft und es im Inneren zu betrachten und eure Schwingen darum zu legen. So seid ihr nicht in der Situation, bedroht zu sein. Ihr seid es nur dann, wenn ihr euch verdichtet und nicht von außen darauf blickt, sondern euch von innen bedroht und manipuliert fühlt. So werdet ihr die Schwingung reduzieren und tatsächlich in krankhafte Zustände und in üble Resonanzen hineingeraten. Macht also die Arme und die Schwingen auf und erlaubt. Habt ihr das verstanden? Mhm. Habt ihr weitere Fragen? Könnt ihr uns auch noch etwas aus eurer Sicht mitteilen über die sogenannte Aura-Chirurgie? Wenn ihr innerhalb eurer Systeme eine Clusterbildung der Erfahrungen erkennt, so beziehungsweise fühlt, so wie wir es beschrieben haben, habt ihr es nicht erkannt, denn hättet ihr es erkannt, würde es sich auf andere Weise begegnen lassen. Ihr habt also eine Clusterbildung, die sich für euch hinderlich anfühlt, beziehungsweise ein beständiger Ausgangspunkt einer Erkrankung auf der Körperebene darstellt. Und so seid ihr in dem Bedürfnis, ein anderer möge euch erlösen, ein anderer möge es entfernen, ein anderer dürfe hereinkommen in euer innerstes, intimstes Flechtwerk, um dort etwas wegzunehmen, was liebevoll im Laufe von Inkarnationen entstanden ist. Es ist euer Eigentum, euer Gut, eure liebevoll gehegte und gepflegte Erfahrungsebene des Versuchs und Irrtums. Und es wird euch die Erfahrung genommen, aufzulösen, die Freude der Meisterschaft und der Auflösung genommen, im Sinne der Unmöglichkeit,
der Erkenntnis des freudvollen, liebevollen Annehmens, beispielsweise die Schwingen darum zu nehmen und zu wissen, all das hat euch zu dem gemacht, was ihr seid, um es dann in ganzer Fülle genussvoll leben zu können. Es ist ein Dialog oder ein Deal, so könntet ihr es nennen, zwischen einer Person, die noch gerne die Verantwortung an eine andere Person abgeben möchte und einer Person, die gerne die Verantwortung für andere übernimmt. Und in jedem Fall auszugleichen ist auf karmischer Ebene. Habt ihr das verstanden? Habt ihr weitere Fragen? Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Kann man ein quasi Perpetuum mobile mit Kleidungsstücken am Körper machen, dass die Aura farblich dann auffüllt, damit Nein. sich das bewusst vorstellt? Nein. Farben, die ihr aus der dreidimensionalen Ebene generiert, beispielsweise aus Pflanzenfasern oder Farben, die synthetisch hergestellt sind, sind kein Äquivalent für feinstoffliche Farben. Habt ihr das verstanden? Mhm. Ihr seid ein Perpetuum mobile. Alle Wesenheiten, das gesamte Universum. So braucht ihr euch nur anzubinden an die Energieströme der Existenz und ihr seid stets erfüllt. Ihr müsst nichts tun, ihr müsst es nur weglassen. So können wir nicht sagen, wenn ihr nackig seid, dass ihr dann mehr in eurer Kraft seid. Ihr habt verstanden, was wir meinen. Ihr seid sehr ernst an diesem heutigen Tag. So sind wir bemüht, vom gelben Strahl ab und zu einen Blitz des Humors in diese etwas novembertrübe Runde zu schicken. Wir können euch mitteilen, es darf auch leicht gehen. Wir gäben vieles darum zu wissen, wie ein Apfel schmeckt. So ist das Inkarniertsein eine wunderbare Sache. Denn aus der Ebene der nicht inkarnierten Bereitstellungsräume, von wo aus gesprochen wird, ist das Inkarniertsein ein faszinierender Prozess. Habt ihr weitere Fragen? Ja, die Nebenfrage war ja eigentlich, wie pflegt man die Aura? Sollte man das bewusst machen? Würdet ihr für unser Verständnis das Wort Pflege in gewisser Weise definieren, dass wir eine Vorstellung von eurer Vorstellung haben? Ja, eigentlich heißt das, sich damit beschäftigen und vielleicht auch Veränderungen vornehmen, indem man sich Blockaden stellt vielleicht. Oder pausenlos geschieht es. Mhm. Ihr seid in der Situation, eine Unterscheidung zwischen eurem Körper und der Aura zu treffen. Das ist nicht der Fall. Ihr seid ein Zellhaufen von, auch wenn es nichts kosmetisch nicht sehr ästhetisch klingt, ist es nichts anderes als eine Formation von Zellen in bestimmter Form und eine Scheinabgrenzung über die Haut oder die Rinde eines Baumes oder die Außenwände einer Pflanze oder eines Planeten. Doch letztlich ist das antimaterielle System und das materielle System stets über die DNA eine Einheit, die keine Trennung kennt. Nur eure Vorstellung, als dreidimensionales Wesen scheinbar getrennt zu sein über die Abgrenzung der Haut, macht die Vorstellung einer Aura und eines Körpers als getrennte Existenzen. Ihr seid niemals getrennt. Ihr seid die Aura. Ihr seid die Aura innerhalb der dreidimensionalen Erscheinungsform Zellen bestehen.
innerhalb der fünfdimensionalen Erscheinungsform ein Wir-Gefühl besteht, innerhalb der sechsdimensionalen Erscheinungsform keine polare Unterscheidung in dem Sinn besteht und innerhalb der siebendimensionalen Erscheinungsform ihr lediglich Teil eines platonischen Körpers und eines Farbstrahls seid. Alleine die Aufmerksamkeitsbündelung, der Fokus auf etwas dieses Kontinuums, gibt euch ein Gefühl von Identifikation. So identifiziert ihr euch vielleicht als dreidimensionale Wesen, doch eure Wesenheit ist nur in Bezug der dreidimensionalen Schwingungsfrequenz ein körperliches Wesen. Und alles andere bedeutet eine Aura, die sich, je weiter ihr in die Schwingungsräume hinausgeht, immer mehr differenziert und immer mehr die Einheit dieses Universums und das mit allen anderen ist. Habt ihr das verstanden? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Ist das die Antwort auf eure Frage der Pflege? Ja. Ihr habt gesagt, dass sich Alkohol und Drogen negativ auf die Aura auswirken. Ist das mit Medikamenten im Grunde genauso? In jedem Fall. Es ist eine strukturelle Veränderung durch Medikamente im Körper vorgesehen, aufgrund der, der gezwungenen Struktur der Mentalfunktionen. Über das Gehirn werden über das Drüsensystem andere Informationen ausgeschüttet als in einer nicht kontaminierten Funktionsweise der Fall wäre, sodass bestimmte Blockaden und Wahrnehmungsgrenzen aufgebaut werden, bestimmte Informationen an Drüsen weitergegeben werden, um entgegen der emotionalen Befindlichkeit, die bestimmte Hormone beispielsweise oder Enzyme hervorbrächte, eine genau entgegengesetzte Wirkweise dem Körper aufgezwungen wird. So ist beispielsweise ein depressiver Mensch, ein Mensch, der sehr starke weibliche Hormone entwickelt, aufgrund der emotionalen Befindlichkeit und ganz in die weibliche Erfahrung möchte. Ein Antidepressivum unterdrückt eine derartige Entsprechung im Körper und verhindert somit eine Wahrnehmungsmöglichkeit in den linksseitigen Raum hinein, wo irgendwann die Clusterbildung zur Trauer gefunden werden würde, irgendwann die karmische Vorgabe für diesen Zustand gefunden werden würde und ein freudvolles Hingeben an die Existenz gelernt werden könnte. Eine Unterdrückung dieser hormonellen Produktion beziehungsweise eine Testosterongabe würde bedeuten, dass eine Ursache nicht aufgelöst werden kann. So ist also eine medikamentöse Veränderung über die veränderte Gehirnstruktur und die Befehlsgeber innerhalb des Drüsensystems immer eine Veränderung und eine Verwirrung, eine Doppelbotschaft an das System. Auf der einen Seite: Ich wünsche mir, in dieser Inkarnation dorthin zu kommen, also benötige ich die und diese Situation und einer Korrektur, das darfst du aber nicht. Und so ist der Mensch zerrissen und findet eine neue Entsprechung für eine Disharmonie in einer weiteren Erkrankung. Alkohol beispielsweise ist die Situation, dass der Körper in eine sehr langsam wellige Schwingungsfrequenz verbracht wird nach kurzer Zeit, die nicht mehr der Hochschwingung des feinstofflichen Feldes entspricht und sich eine Differenzierung, auch eine räumliche Trennung des Körpers von der Aura so stark vollzieht, bis eine Koordination des Körpers kaum mehr gegeben ist und auch in der Tat der Tod die Folge sein kann. Weniger der Vergiftung wegen, mehr der Situation der Spaltung der Aura mit den Systemen innerhalb des dann sehr geschwächten Körpers. Eine Gabe von anderen Drogen ist stets eine Fixierung auf bestimmte Muster, stets eine Fixierung auf astrale Situationen, wie beispielsweise Rauchprodukte, stets schamanische Erinnerungen hervorbringen und alte Angst- und Opfererfahrungen in das System bringen und immer wieder das Muster des Opfertums generieren. Und so weiter und so weiter. Es wäre vielleicht für euch interessant, eine besondere
Veranstaltung zu einer derartigen Frage zu geben, denn es ist bedeutsam, was ihr mit euch tut, denn an diesen Stellen seid ihr stets leicht aus dem Takt zu bringen, wenn ihr unser Beispiel erinnert. Und der Walzer klappt nicht mehr. Habt ihr das verstanden? Dann ist es praktisch bei einer Organentnahme oder Gelenksaustausch dasselbe. In der Tat. Ihr seid dann zwei. Der Mensch, dessen Organ das Organ gespendet hat, und der Mensch, der das gespendete Organ in sich trägt. Ein siamesischer Zwilling, so könnt ihr es nennen, verbunden zunächst über das Organ, doch auf der Ebene der Informationsweiterleitung zwei Wesen in einem Feld und stets verbunden und verstrickt auf fatale Weise mit der Seele, die dann gestorben ist, aus dem gestorbenen Körper entwichen ist. Habt ihr das verstanden? Wie verhält es sich dann bei Blutspenden? Es ist ein und die gleiche Situation. Nur, dass in den meisten Fällen die Person, die das Blut gespendet hat, noch am Leben ist. Habt ihr weitere Fragen? Wenn man so ein Aurabild sieht, dann kann man ja bestimmte Farben erkennen von den Farbstrahlen, die eine gewisse Interpretation möglich machen. Gibt es auch Strukturen, von denen man auf etwas schließen kann in der Aura? Kosmische Körper, die kosmische Gesetzmäßigkeiten abbilden, sind stets in eurem Feld vorhanden, denn ihr seid diese Strukturen, ihr seid eine Blume des Lebens und ihr seid die kosmischen Körper. Ihr seid viele kosmische Körper und seid mit allen Emotionen und Gedanken in der gleichen Weise in einem Wechselfeld, in einem Wechseldialog, wie ihr es mit den Farben seid, nur habt ihr es noch nicht abbilden können. Ist das die Antwort auf eure Frage? Ja, und solche Sachen wie jetzt diese Blockaden oder Cluster, sind die auch als Strukturen erkennbar? In jedem Fall. Ja? Sind dann Clusterbildungen schwarze Flecken? Es ist eine... wenn ihr es als schwarz wahrnehmt, auch wenn ihr mit Leuchtmöglichkeiten, fotografische Abbildungsmöglichkeiten durch Leuchtmittel eine derartige Dunkelfärbung erlebt, so ist es eine von euch hervorgebrachte Eingrenzung der Erfahrung, die ihr nicht mit Energie nährt und insofern ein niedrigeres Schwingungsniveau besitzt und eine niedrigere Farbwahrnehmung ermöglicht. Und so ist das Dunkel eure Eingrenzung eures kleinen Geheimnisses. Habt ihr das verstanden? Wie so ein Tumor. Gibt es zulässige Hilfsmittel und Möglichkeiten, die Aura zu stärken? Und macht es Sinn? Wenn ihr das Wort zulässig benutzt, so möchten wir euch rückgeben, alles, was ihr entscheidet, ist eine zulässige Entscheidung, denn ihr seid die Meister eurer selbst und seid geehrt für alles, was ihr tut. Eine einfache und eine sehr bequeme und gemütliche und schnelle Möglichkeit ist stets, euch aus der Bewertung zu nehmen. Die Bewertung euch selbst gegenüber, den Menschen und dem Umfeld gegenüber. Es ermöglicht euch das Einsinken in den Jetztpunkt. Es ermöglicht euch
davon abzulassen, zu allem eine Meinung haben zu müssen. Es ermöglicht euch, euch selbst und andere in Ruhe lassen zu können. Es ermöglicht euch, dass ihr die vielen Wenn und Abers in euren Gedanken und euren Gefühlen, die vielen Ambivalenzen zu euch zurücknehmt, loslasst und das Feld, in dem ihr euch befindet, durchfluten lassen könnt mit den Energien, die es dann braucht. Es kommt von selbst zurück, denn so wie wir euch mitgeteilt haben, seid ihr nicht getrennt von Fülle. Ihr macht euch die Trennung von Fülle durch eure Glaubenssätze, durch eure Gefühle und karmische Erfahrungen, die miteinander verwoben sind, mit eurem gesamten System. Wenn ihr also loslasst, wenn ihr vertraut, wenn ihr liebt, wenn ihr erlaubt, so habt ihr die Möglichkeit, euch beständig aufzufüllen. Niemals geschieht es besser als im Schlaf beispielsweise, wo ihr euch in Ruhe lasst, wo ihr euch überlasst und die Kontrolle einmal für einige Stunden abgegeben habt an eure höheren Bewusstseinseinheiten, die euch dann wieder korrigieren und auffüllen. Viel Schlaf ist also eine gute Heilungsmöglichkeit oder das Erlauben von allen Dingen, die sind, ohne ein Aber daran zu fügen. Denn jetzt, in der Situation des Jetzt, seid ihr nicht bedroht. Wenn ihr bedroht seid, dann seid ihr in einer akuten Situation ganz neu aufgefordert, ganz neu zu handeln, nämlich klar bei eurem Rhythmus zu bleiben, euch nicht abgrenzen zu müssen und euch nur darzustellen. Ihr seid dann stets in einer gewaltigen inneren Kraft und werdet die Resonanzen des Opfers, die Resonanzen des Bedrohtseins und so weiter überhaupt nicht in euer Leben ziehen. Ihr seid immer nur dann in schwierigen Situationen, wenn es zu eurem Resonanzfeld passt. Habt ihr das, verehrte Seele, verstanden? Ja. So braucht ihr nichts zu tun, weder als legitim noch illegitim bewertet zu sein. Seid im Vertrauen, seid im Jetzt. Ihr könnt bitten darum, denn nur wenn ihr bittet, erhaltet ihr. Es ist ein Kodex sozusagen, der allen Wesenheiten jenseits eurer selbst verbietet, einzuschreiten, in liebevoller Weise eure Meisterschaft zu verändern oder zu verstärken oder heraufzubeschwören. Ihr seid die Kreateure eurer Existenzen und seid aufgefordert, den eigenen Weg zu gehen. Aber wenn ihr bittet, wenn ihr erlaubt, dass euch geholfen wird, so ist stets eine ganze Armada von Hilfsmöglichkeiten um euch herum, um euch liebevoll aufzufüllen und die Erlaubnis an die Hingabe zu beantworten. Habt ihr das verstanden? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Ja, ich habe auch noch eine Frage. Wir stammen ja alle von einem Farbstrahl ab. Wie macht sich der in der Aura bemerkbar? Es ist wie ein Hintergrundton, ein Hintergrundschwingen, eine Hintergrundinformation, die beispielsweise auch die allgemeine Tönung eures Aurafeldes beeinflusst. Wenn ihr also grundsätzlich beispielsweise vom weißen Strahl gekommen seid, so werdet ihr immer auch personenbezogene Körperchakren, die sich vor allem um die Entwicklung und Tüchtigkeit der Drüsen kümmert, in einer pastellfarbenen Ton wahrnehmen können und gleichzeitig eure Nahrungsaufnahme braucht muss eine Entsprechung für die pastellfarbene Schwingungsfrequenz dieser Auren sein. Wenn ihr vom roten Strahl beispielsweise kommt, so werdet ihr immer ein feuriger Verwerter sein, ein Mensch sein, der alles mit einer starken Umsetzungskraft erlebt. Und der Hintergrund eurer gesamten Aura-Entwicklung wird stets mit dem kraftvollen Hinterton des Rots gegeben sein. Und es ist nur ein Beispiel, doch in der Mitte ist das Rot und das Weiß stets rosa und ihr seid immer, wenn ihr in der Einheit mit euch selbst seid, in der grandiosen Situation, den Zugriff auf alles zu haben, auch wenn ihr einen Hintergrundton eurer Herkunft habt. Habt ihr das verstanden? Ja.
Ihr lebt auch Inkarnationen in Kombination mit allen Farbstrahlen. Ihr kommt beispielsweise als gelbstrahliges Wesen in die Inkarnation und lernt dann in Kombination mit allen Farbstrahlen alle Chakren rauf und runter zu jedem einzelnen Kombinationsstrahl eure Erfahrungen zu erleben, sodass ihr das Thema der Sicherheit des roten Strahls zum Thema des Sakralchakras, des Wurz, des Solarplexus, des Herzens und so weiter lebt, Karma auf und ab begleitet, um dann mit dem nächsten Kombinationsfarbstrahl das Gleiche wieder zu erleben. Und das ist der Trick, warum Hohe Selbst, in so viele Seelenaspekte aufgespalten werden, denn ihr würdet ja endlos leben. Habt ihr das verstanden? Es ist eine effektive Multiplikation vieler Möglichkeiten. Habt ihr weitere Fragen? Ja, es gibt noch weitere Fragen. Keine mehr. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen dann zu einem Abschluss. Vielleicht habt ihr uns noch was zum Abschluss zu sagen. Ansonsten bitten wir gleich um den Segen. Lernt zu verstehen, dass ihr mehr Aura seid als Mensch, dass ihr als Mensch die Möglichkeit habt, euch als ausführendes Organ eurer Aura zu betrachten, sodass ihr den Blick ein bisschen mehr in die Feinstofflichkeit lernt zu wandeln. Da wäre euch sehr viel geholfen. Habt ihr das verstanden? Wenn ihr es gestattet und wünscht, so übereignen wir euch den gesamten Regenbogen aller Farben an diesem heutigen Tag mit dem Gold der Schutzmembran und des silbernen Strahls der schnellen Manifestation. Einen Moment bitte. Wir danken euch und verabschieden uns. Vielen Dank.